wir kommen hier live aus dem Stream und spielen heute Mörder mit unseren Zuschauern. Sache bei Mörder ist halt eben immer, dass ich momentan immer mit Leuten spiele, die ich schon ein bisschen zu gut kenne. Und deswegen habe ich halt das Problem, dass ich direkt weiß, wer Mörder ist. Heute machen wir es so, wir spielen mit komplett fremden Leuten, mit denen ich noch nie Mörder gespielt habe. Der Einzige, der dabei ist, ist Marvin. Hallo. Nice, Digga. Freunde, ich würde somit sagen, wir starten rein. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schaut gerne im Stream vorbei. Denn der ganze Chat schaut hier gerade zu. Wir sind gerade über 1000 Leute. Ihr könnt auch einer davon werden. Nur mit Schmackes. Let's go. Hier sind wir auch schon, Freunde, am Lootpot und wir spielen auf der legendären Maeve Park Map. Keine andere, wenn nicht diese. Und ihr seht es schon. Jungs, ihr könnt einmal kurz alle Hallo sagen. Was geht ab? Hallo. Was geht ab? So, ihr hört die Stimmen und wahrscheinlich erkennt ihr keine davon. Das ist nämlich sehr stark, weil wir können also so nicht einschätzen, wer Mörder ist. Und ich glaube, das könnte mit die spannendste Folge heute werden. Wir starten rein in 3, 2, 1, let's go! So, und der Lootpot wird komplett leer gelootet. Bitte keine Raketenwerfer mitnehmen, macht nicht den Burak. Wir sind zu 5, also muss einer kurz warten, bis er in die Box reingehen kann. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen dann rein in die Runde. Ihr seht schon, sobald wir durch Forti sein Gesicht laufen, geht der Timer schon los. Und wir spielen seit Ewigkeiten mal wieder auf Maeve Park Map. Bruder, diese Map ist so legendär. 500.000 Abonnenten Special, Freunde, es ist wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit her gewesen. Krass, Digga. Der Mörder hat eine Minute. Genau, der Mörder hat jetzt noch 40 Sekunden Zeit, um den Schlüssel zu verstecken. Und wir gehen mal hier oben auf diesen Turm drauf, Digga. Beziehungsweise auf diese Riesenrad. Boah, ich weiß noch, Freunde, es war so geil, das alles zu designen. Ich habe denen gesagt, hier will ich Nuketown hin. Ich weiß gar nicht, habe ich das selber gebaut? Ich glaube schon. Ich habe gesagt, hier will ich Nuketown drin haben. Dann habe ich gesagt, ich will eine Statue drin haben. Ich will, dass man durch Fort seinen Kopf geht. Und ich wollte unbedingt so ein Bikini-Bottom-Abteil haben. Ah, der Schlüssel muss jetzt gedroppt sein. Okay, Freunde. Der Schlüssel des Mörders sollte jetzt schon platziert sein. Bis jetzt, Digga, fällt mir nichts groß Auffälliges auf, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ja auch gar nicht mal so lange her, dass der Schlüssel platziert sein sollte. Ah, Digga, das wird auch so schwer werden, gleich alle Stimmen zu unterscheiden. Wir haben einmal, Freunde, damit ihr es mitkriegt. Einmal haben wir Kassala dabei. Kassala, was geht's? Ja, mir geht's gut. Bei dir? Kassala hat diese Stimme, Digga, so ein bisschen wie Goofy. Dann haben wir Shiggy dabei. Shiggy, was geht, Bruder? Ey, mir geht gar nichts mit dir. Shiggy ist auch am Start, Digga. Shiggy ist der mit der motivierten Stimme. Und dann haben wir Rezino dabei. Was geht, was geht? Was geht, Digga? Okay, Rezino, Digga. Ich weiß nicht, ich nenne einfach jetzt Rezino Mayonnaise. Keine Ahnung warum, aber hoffe, dass ich mir das irgendwie damit merken kann. Bin ja sehr schlecht, was um Stimme unterscheiden angeht, Freunde. Und sowieso wird noch schwieriger, weil wir alle dieselben Skins haben. Hat jemand schon den Schlüssel? Aber, nee, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Ich habe noch gar nichts gefunden. Ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Wetten wir, der hat den in den Buschen platziert. Wetten wir, der ist im Busch drin, der Schlüssel. Zu 100%. Ich gucke jetzt in Büsche rein. Ja, guck mal im Büschel rein. So, bis jetzt, Digga, wüsste ich noch nicht, wo der sein könnte. Es gibt noch einen Mörderraum. Mörderraum gibt es? Da unten, bei der Brücke. Oh, hier liegen Bananen. Ehre. Wer geht hier im Mörderraum rein? Wollt mir schauen. Ist da jemand drin? Kann ich reingucken? Nee. Nein, meine Maus ist aus. Ah, scheiße, ich hab geschossen. Ey. Digga, meine Maus ist ausgegangen. Ich musste die wieder anschließen, ey. Bist du genervt? Mann, ja, ich bin unten beim Mörderraum. Komm her. Ich geh wieder hoch, so. Jetzt habe ich keinen Warte, Schuss mehr. Bist du? Das hier mit Spitzhacke. Ich muss. Komm mit. Oh, Ehre! Ehre! Er gibt mir. Kannst du haben. Oha, okay, beide, kannst Digga. Nein, nett, Digga, dankeschön. Ja, die geben aber beide. Aber jetzt sind wir. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich meinen Schuss verloren. Dafür sind jetzt zwei andere ohne Waffen. Also, ich weiß nicht, ob das so schlau war, dass jetzt zwei Unschuldige ohne Waffen da sind, Digga. Könnte also auf jeden Fall zu einem Problem sein. Das war nicht schlau. Das war wirklich nicht schlau. Hitman, ja. Bist du das? Dort im Busch gewesen, ganz kurz? Nein. Wo bist du? Ich bin auf dem Riesenrad drauf. Komm mal runter zu diesem Stoppschild. Zum Stoppschild? Beim Horrorhaus. Was für ein Stoppschild? Beim Horrorhaus. Und du? Ja. Bist du das? Ja, ich bin ich nicht. Ich such's gerade. Bruder, die Sache ist, wenn du das sagst, dann geht jeder dahin, ne? Ich sehe euch gerade, aber ich sehe schon, dass viele Leute schon bei euch sind. Komm mal zur Achterbahn. Wir gehen mal in die Achterbahn rein, Marvin. Warte, ich komme. Hey, auf mich wird geschossen! Nein, Marvin. Ist irgendwie gestorben? Ja, ich hätte das nicht sagen dürfen. Ich hätte nicht sagen dürfen, komm zur Achterbahn. Digga, es war klar, dass der Mörder darauf warten wird, Digga, da zu schießen. Das war so logisch. Wer ist das? Ich bin das, Shiggy. Shiggy, okay. Hast du irgendwas gesehen? Nee, ich habe gar nichts gesehen. Marvin meinte gerade eben, lass zur Achterbahn gehen und er wäre da gewesen. Sucht mal Marvins Leiche, dann wissen wir vielleicht mehr über den Mörder. Aber nee, bei der Achterbahn ist niemand. Also ich sehe nichts hier. Hier ist eine goldene Pistole. Wo? Das ist der Schlüssel. Habt ihr den Schlüssel? Oh! Ich glaube, Marvin hatte den Schlüssel. Ich denke, es geht.
Ich denke, es ist Kidmill, weil er war der Einzige, der bei Marvin war. Nee, ich war nicht bei Marvin. Ich war auf dem doch, Weg da. Ich war gerade, ich hab doch da hinten Shigi getroffen. Shigi, du hast mich doch gesehen. Da hinten naja, im Park waren wir. Du warst bei der einen Statue. Ja, ja, genau. Ich war nicht bei Marvin. Ich war auf dem Weg zu Marvin. Weil ich meinte, lass treffen bei der Achterbahn. Aber wer hat den Schlüssel jetzt? Ne, ich. Also Shigi. Okay, Shigi hat auch noch den Schlüssel, Digga. Das heißt, wir haben einen Detektiv und der ist jetzt zu 100% safe. Ich hab dir meine Waffe gegeben, also. Ja. Ja, gut, ne? Wer hat mir die Waffe gegeben? Ich. Wer bist du? Jetzt Resino. Okay, Resino, okay. Ich muss mir versuchen, das zu merken. Resino hat mir die Waffe gegeben. Shigi hat den Schlüssel und ist somit safe. Kassala, womit kannst du ausschließen, dass Marvin nicht von dir getötet wurde? Also, ich kann sagen, ich war nicht mal bei Marvin in der Nähe. Ich hatte nicht mal Marvin gesehen, eigentlich. Ja, das heißt, Marvin wurde da in der Wiese gekillt. Ja, ich kann Shigi dafür auch eh safen, weil Shigi habe ich direkt danach gesehen, eine Sekunde später. Der war das nicht. Ich habe eigentlich Kidmich auch gesehen. Wobei die Sache ist, wenn mir, jetzt will ich Detektivmusik hier haben, wenn mir Resino seine Waffe gegeben hat, dann, also ich meine, ein normaler Unschuldiger würde mir sehr selten seine Waffe geben. Der Grund, weshalb Marvin mir seine Doppelpistole gegeben hat, hat sich jetzt im Endeffekt geklärt. Marvin hatte den Schlüssel. Nur deswegen hat mir Marvin seine Waffe gegeben. Warum hat Resino mir seine Waffen gegeben, wenn du unschuldig bist? Nur ein Mörder würde die Waffen weggeben, weil der Mörder weiß, ich habe ja eh noch eine andere Waffe, du kannst die haben. Das Ding ist, ich habe dir gegeben und ich wollte so tun, als ob ich tot wäre, aber ich habe es doch gelassen. Hä? Okay. Ja, ja. Okay. Er wollte auch Wife nachmachen. Es könnte sein, es könnte sein, aber ich glaube dir irgendwas. Also ja, aber ich glaube dir nicht. Als Unschuldiger würde ich nicht einfach irgendwem, ich meine, du weißt ja nicht mal, ob ich safe bin. Was, wenn ich jetzt Mörder wäre und du hast mir deine Waffe gegeben? Das könnte ja auch sein. Aber ich glaube dir nicht, weil du hast den Safe gekillt, dann hast du eine Sekunde später Shigi gesehen. Jetzt bin ich es auf einmal? Ja, du bist es. Nur weil ich gegen dich gehe, Resino? Nein. Bruder, es wird langsam ein bisschen auffällig hier, Digga. Ein bisschen sus hier. Bisschen sus wird das gerade, Digga. Ich glaub's dir nicht. Ich glaub dir nicht, Bruder. Ich glaub dir gar nicht. Ganz und gar nicht. Weshalb du mir deine Waffe gibst, kann nur den Grund haben, dass du selber Mörder bist und selber noch eine eigene Waffe hast. Somit sage ich, Resino ist meiner Meinung nach der Mörder. Also ich denke, du bist es. Wer ist eigentlich Resino? Du hast ihn gekillt. Du hast für mich keinen Grund. Du hast für mich keinen Beweis, keinen Verdacht. Du hast ihn gekillt. Eine Sekunde später hast du Shigi gesehen. Also ich denke, es ist Kidmill, 100%. Ja, wir müssen eigentlich nur abwarten, bis der Mörder wieder was macht, Digga, und dann wissen wir Bescheid. Nur weil ich dir meine Waffe gegeben habe, heißt ja, ich dass ich es ist bin. Ja nett, es ist ja nett. Aber warum solltest du dich selbst einfach dazu bringen, dass du dich nicht wehren kannst? Jemand schießt auf mich. Jemand schießt auf mich. Ich bin's nicht. Du hast mich gesehen. Ich hab, weiß nicht, wo. Hier, ich bin hier. Ich hab Bananen gesehen. Ich bin hier vor dir, glaube ich, einfach nur. Ich will gerade. Oder Marvin lebt. Wer ist das hier? Der ist das. Und hat einfach seine Waffe gedroppt. Wer ist das? Wer ist das hier? Das bin ich. Du bist es. Dann bist du. Warum bin ich es? Von hier kamen Schüsse und du bist gerade gekommen. Du bist es. Von hier kamen Schüsse. Kidnaff ist es. Leute, ich bin hier lang gelaufen, Digga. Nein, du bist es. Digga, die Schüsse kamen von hier, vom Bauernhof hier. Nee, nein, da war ich nicht. Naja. Ich war gerade hinter euch bei Nuketown, weil ihr da auch wart. Habe ich doch gerade eben doch gesagt. Von hier. Aber ich habe doch gerade eben gesagt, ich sehe euch. Hä? Ich habe gerade gefragt, wo seid ihr? Dann meintet ihr, ihr seid bei Nuketown, da im Bereich. Und dann meinte ich, bin ich zu euch gekommen, meinte, okay, ich sehe euch. Und dann war ich bei euch. Kidmill will uns irgendwie austricksen. Weil wir haben nur Schlüssel gefunden. Es könnte sein, dass Marvin den Schlüssel platziert hat, gesagt hat, ey, auf mich wird geschossen. Und dann stellt er sich einfach tot. Wir müssen warten, bis der Mörder einen killt. Ja. Das kann ich mir aber nicht Marvin so Mörder, vorstellen, Mörder, wenn ich ehrlich bin. Ich irgendwie auch nicht, Digga, aber es könnte trotzdem theoretisch sein. Ich glaube nicht, dass Marvin schon so oft Mörder gespielt hat, dass er diesen Play oder so macht. Aber wir müssen das trotzdem auch irgendwie mit einbeziehen können. Weil wir wissen ja nicht, was im Endeffekt die Wahrheit ist, Digga. Oh Mann, ey. Hier liegt was. Wo bist du? Hier vor beim Tower. Ich seh dich. Da hinten ist er. Wo ist der Schlüssel? Hier. Okay, jetzt die Frage, wie lange ist Shigi schon tot? Ich bin gerade hier lang gelaufen und bin einfach ganz normal lang gelaufen. Warte, was? Ich bin der Einzige ohne Waffe. Ich kann. Okay, warte, das macht dich was. Ja, ich hab keine Waffe. Du kannst die haben. Ja, der hat keinen Schuss. Okay, das ist jetzt echt eine schwierige Sache. Wann also ist ich war beim Bauernhof gestorben? Eigentlich bin ich jetzt sass, ich war aber beim Bauernhof. Also ich bin eigentlich nur hier rumgelaufen, hab gesucht Marvin, ob der noch lebt oder sonst wo was. Warst du, Kidmay? Wo warst du? Du bist mir zu sass. Ich war bei Nuketown. Ich hab gerade eben gesehen, ob einer im Mörderraum gegangen ist. Du hast jemanden im Mörderraum gesehen? Ja. Du musst es Kidmay sein. Warum sagst du nichts dann? Weil ich bin gerade nicht im Mörderraum, Digga. Seitdem wir es gesehen. Vor 5 Minuten so.
Wenn dann du... sag das doch. Also wenn ich sehe, jemand rennt in den Mörderraum rein, dann schreie ich, da rennt jemand in den Mörderraum. Damit wir direkt gucken können, wer das ist. Das Ding ich sag ist, das nicht erst nach 10 Minuten, wenn irgendein Kill passiert ist. Wenn du jemanden gesehen hast, dann weiß das nicht. Dann muss es Kidmiss sein. Weil ich war beim Bauernhof. LOL, hier liegt was. Wo? Hier unten. Ja, wo hier unten? Wo denn? Hier im, hier im Wasser. Seht ihr den Knopf? Hier ist doch. Hier ist nichts. Nein! Es ist, ja! Ich wusste! Oh, anstatt das C4 zu werfen, anstatt das C4 zu werfen, drücke ich direkt auf den Auslöser. Ich bin so dumm. Oh. Was? Schön. Ich habe direkt Rechtsklick gedrückt, anstatt das erst zu werfen und dann drauf zu drücken, dass es explodieren soll. Egal, Freunde. Die Idee war immerhin gut. Ich war im Endeffekt Mörder, Digga. GG, war eine nice Runde. Und ich glaube, man sieht auch schon, wie spannend das wird, Leute, Digga. Ab in die zweite Runde. Alle die Köpfe nach oben, Freunde. Und wir starten rein in 3, 2, 1. Let's go! So nice. Okay, ich bin nicht Mörder geworden. Das mag ich am meisten, Freunde. Wenn ich eine Runde Mörder werde, die nächste Runde dann unschuldig. Weil dann kann ich auch richtig mal mitspielen. Und jetzt, Freunde, muss ich versuchen rauszufinden, wer von denen hier Mörder ist. Ohne wirklich auch nur einen einzigen Charakterzug von denen zu kennen. Was, wenn du es bist? Ich bin es diesmal wirklich nicht. Diesmal bin ich wirklich nicht. Diesmal würde ich versuchen, einfach nur rauszufinden, wer von euch es ist. Weil gerade eben, Digga, konnte ich nicht so damit spielen. Würde auch ein Mörder sagen. Das stimmt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Gut, der Schlüssel sollte in 30 Sekunden platziert sein. Marvin, hast du eigentlich die Schlüssel vorhin gefunden? Ja. Ah, weil du hast doch gar nichts gesagt, Digga. Du bist ruhig geblieben. Wo war denn der Schlüssel? Der neben 40. Ja, neben dem Eingang war der direkt. Ach so. Der war nicht in einem Busch, aber der war so hinter einem Stein. So, 3, 2, 1 und los geht's, Freunde. Wir starten jetzt rein in die zweite Runde von Fortnite Mörder auf der Mave Park Map, Digga. Ich liebe diese Map. Obwohl mein Schlüssel ist immer noch beim Spawn. So, von hier oben aber könnte ich vielleicht einen Schlüssel bekommen. Wer ist das? Ey, du, wer bist du? Ich hab den Schlüssel, Was? Wo bist du? Wieder? Horrorhaus. Wie schnell? Wo? Horrorhaus? Okay, ich bin bei der Achterbahn. Ich flieg gerade, ihr seht das, damit ihr alle bezeugen könnt. Ich war nicht in der Nähe. Warte, ja. Wer bist du? Horrorhaus. Ich war ganz oben. Ich bin Shiggy. Shiggy ist, kein Mörder. Okay. Shiggy ist kein Mörder, Marvin ist kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Resino oder Kassala? Ich war in der Mitte auf deinem Kopf, ganz oben. Und ich war nur noch dort. Wieso ist Shiggy kein Mörder, Marvin? Weil er mit mir zusammen war und mich hätte töten können, wo ich den Schlüssel aufgehoben habe. Okay, das kann sein. Kann aber auch sein, dass er nur hinterhergelaufen ist, um zu gucken, ob jemand den Schlüssel aufhebt. Das passiert auch oft. Wer war vorhin am Horrorhaus? Also ich war die ganze Zeit bei der Achterbahn ein bisschen. Also ich war oben auf Kidmiff die ganze Zeit. Kassala? Ich war hier auf der Flagge die ganze Zeit. Ich glaube, Kassala ist hinten von Horrorhaus gekommen. Und ich glaube, dass Kassala Schüsse. Ist. Aber ich weiß nicht. Aber ich würde erstmal noch warten, bis wir ein Alibi haben. Wo waren Schüsse? Oder. Okay, ich sehe einen. Er macht wieder auch Awife. Also zwei Leute sind mit Gleiter gerade geflogen. Das heißt, die waren irgendwo oben. Oder was machst du hier? Ich bin Shiggy. Okay, Shiggy ist das. Warum bist du hier oben? Willst du auch ein bisschen mit mir gucken, was hier abgeht? Oder willst du versuchen, jemanden zu finden, den du von hier oben abschießen kannst? Nein. Guck mal, da unten wäre ein Ziel. Das könntest du jetzt easy killen mit deiner Schallgedämpfpistole. Einfach einen Schuss, pam, der wäre weg. So einfach würde das. Ich habe aber keine. Ah, da kommt jemand mit Spitzhacke. Noch einer kommt. Okay, alle sind hier oben. Wer ist da gerade mit Spitzhacke aber gekommen? Warum hast du eine Spitzhacke in der Hand? Also, wenn ich unschuldig bin, dann habe ich immer meine Waffe draußen, um mich zu wehren, falls der Mörder schießt. Aber ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja auch nur bei mir so. Digga, was machen wir jetzt hier für eine Party, Alter? Kobe! Okay, Freunde, wir machen so. Auf 3 springt der Mörder runter. 1, 2, 3, spring! Wollen wir jetzt den killen? Wollen wir den jetzt killen? Wollen wir jetzt testen, ob er wirklich vielleicht Mörder ist? Ich bin's nicht. Also ich hab gesagt, der Mörder, der springt runter. Nein! Oh! Ja, er ist runtergesprungen. Ja. Und er ist nochmal runtergesprungen. Perfekt, Digga. Also ich glaube, das Schicksal will uns sagen, dass er es ist. Nein. Bruder, also Digga, jetzt zum dritten Mal. Also jetzt gleich schießen wir wirklich auf dich, Digga. Nein, ich bin da. Okay, ja, komm rüber. Ich will jetzt doch gleich schießen. Okay, ich bin's nicht. Es ist Shiggy. Ich wurde geschossen auf Kidmiff. Ich glaube, es ist Resino. Shiggy, es ist Shiggy. Er hat gerade gekillt. Es ist Shiggy. Shiggy ist da oben jemand gestorben? Ja, das war Shiggy. Hier liegt eine Waffe, ja! Es war Shiggy. Wo? Es war Resino. Bitte, ich schwöre, es war warte, stopp. Wer hat den Schlüssel? Ich nicht. Ich Marvin. Weiß nicht. Ey Marvin, ich war die ganze Zeit bei dir. Es war Shiggy. Also alle auf Kidmiff.
Es war safe. Die Schüsse. Ich hab's gesehen. Resi, du warst. Perfekt, Digga. Ehrenmann. Ich wusste es, Mann. Ehrenmann, Marvin, Digga. Ich dachte schon, keiner hat mitbekommen, dass er mich einfach gekillt hat, Digga. Aber Marvin hat sich einfach gedacht, pam, ich snipe ihn von der Seite weg. Freunde, ich würde sagen, es war eine sehr nice Runde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Checkt gerne meine Streams ab. Und man sieht sich dann morgen wieder um 16 Uhr oder 15 Uhr. Keine Ahnung. Macht's gut. Haut da rein.